Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute wird es hochspannend, denn wir sprechen mit Professor Dr. Stefan Hockerts und der hat nicht nur von der ersten Stunde der Pandemie an die Stimme erhoben und hat dafür einiges einstecken müssen, sondern er ist jemand, der ständig auch neue Hilfen für uns Menschen erfindet. Und was ich auch ganz besonders interessant finde, er hat das legendäre, jetzt schon legendäre Buch von Robert W. Malone übersetzt von der englischen Sprache in die deutsche. Das ist ein Berufskollege von ihm und der Titel dieses Buches heißt Lügen, die mir meine Regierung erzählte. Herzlich willkommen, lieber Herr Hockerts. Ja, schönen guten Tag, liebe Frau Herrmann. Ich freue mich, dass wir einmal wieder zusammensitzen. Ja, vor ein paar Jahren haben wir ja schon mal ein Interview geführt. Nicht wegen unseres Interviews, sondern wegen Ihrer sehr klaren Äußerungen haben Sie dann doch eine ganze Menge erleben müssen. Vielleicht können wir es noch mal kurz zusammenfassen. Es sind Ihnen Kräfte entgegengetreten, von denen Sie vorher eher nichts geahnt haben. Das ist wahr. Ich habe ja auch schon damals, als wir miteinander gesprochen haben, immer wieder Fragen gestellt. Fragen, wie kann man so schnell einen Impfstoff zulassen? Warum schließt ihr Schulen und Kindergärten? Habe vieles kritisiert und dann hat man mir das in Deutschland offensichtlich übel genommen. Ich will das gar nicht groß ausführen, nur ein paar Schlagworte. Das eine Schlagwort heißt Hausdurchsuchung und das andere Schlagwort heißt, dass ich in Deutschland dann komplett arretiert wurde, finanziell mein gesamter Besitz eingezogen wurde. Und des Weiteren 3 Morddrohungen gegen mich vorliegen, immer noch vorliegen in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft darauf keine Reaktion zeigte und ich deshalb in die Schweiz gegangen bin, weil ich mich hier durchaus sicherer fühle. Hier gibt es da sicherlich eine funktionierende Polizei und Staatsanwaltschaft, zu der ich großes Vertrauen habe, so dass ich hier gut und unbehelligt leben darf. Spannend ist, wenn Sie sagen, Ihr gesamtes Vermögen wurde eingezogen. Ich meine, das klingt ja wie in einem Kriminalthriller. Wie geht denn sowas? Nun, das sind Vorwürfe gegen mich laut geworden, die ich jetzt auch gar nicht großartig kommentieren mag. Sie sind Vorwände gesucht worden hinsichtlich steuerlicher Fragestellungen, die im Jahr 2017 längst abgearbeitet waren im Innenverhältnis meiner Unternehmen Deutschland und Schweiz. Und die sind dann Ende 2020 wieder aufgebrüht worden sozusagen. Es ist eine Doppelbesteuerung. Ich bedanke mich ganz deutlich hier bei der Schweiz, die ein Verständigungsverfahren begonnen hat zur Vermeidung von Doppelbesteuerung. Das heißt, es ist ganz offensichtlich so, dass die Schweiz das ähnlich sieht wie meine Anwälte. Und wir wissen ja, wenn man einem Selbstständigen etwas möchte, dann kann man ihn nicht entlassen, man kann ihn nicht diskreditieren, das ist ganz schwierig. Da geht man dann andere Wege, ja. Genau, wir wollen da auch gar nicht herumstochern, denn ich habe auch ein paar Dinge erlebt, die in diese Richtung gingen. Und irgendwann möchte man das, glaube ich, auch abgeschlossen haben, damit die Seele wieder in Ruhe kommt. Unrecht bleibt dennoch Unrecht und das Bewusstsein dafür natürlich auch. Wie haben Sie denn diese Zeit überstehen können? Was hat Ihnen denn da besonders geholfen? Also zunächst einmal, es ist immer noch ein laufendes Verfahren. Ich bin nicht mal angeklagt, es ist einfach nur vollzogen worden. Und diese Vollziehung, da gehen natürlich meine Anwälte gegen vor. Und dann wollen wir mal schauen, was da irgendwann mal dabei herauskommt. Ja, ich bin in die Schweiz gegangen, eben vor dem Hintergrund dieser Morddrohungen. Die haben mich viel mehr belastet, gebe ich ganz offen zu. Und da bin ich auf eine unglaublich große Nähe gestoßen bei Menschen. Ich wusste ja zunächst nicht, wohin. Ich bin 6 Wochen lang sozusagen hier fast herumgeirrt und bin durchgereicht worden von Mensch zu Mensch.
und die ich nicht kannte, die mich doch wohl kannten, sonst hätten sie mich nicht aufgenommen. Sie gaben mir Kleider, sie gaben mir Autos, sie gaben mir die Möglichkeit, hier überhaupt zu existieren, Geld auch. Und das war interessant. Ich war in Häusern und Wohnungen, in denen ich natürlich kein Handy benutzen sollte. Das wurde mir immer gesagt. Es gab kein Radio, kein Fernsehen, nichts. Es gab immer nur ein einziges Buch. Das war sehr spannend. Es gab immer nur ein einziges Buch in diesen Häusern und Wohnungen. Und ja, wenn Sie dann da so abends sitzen, Sie kennen das und haben eben kein Handy, mit dem Sie rumspielen können, ne, sowas, dann fangen Sie an, in diesem Buch wieder zu lesen. Das Buch war mir wohl bekannt. War nicht so, dass ich das nicht kennen würde. Es stand bei mir im Schrank mit einem schönen Rücken. Das ist die Bibel. Und ja, ich habe in den 6 Wochen angefangen, erst ganz zaghaft, dann immer mehr in der Bibel zu lesen. Und ja, dieses Buch hat mir unglaublich geholfen, bei all dem, was ich so erlebt habe. Vielleicht, dass ich so kurz einen Satz mal nenne, den wir einfach so daher sagen. Im Vater unser beten wir, unser täglich Brot gib uns heute. Und da steht nicht, oder wir beten nicht, gib uns den Reichtum für die nächsten 3 Jahre oder erhalte mir meine Rentenversicherung für die nächsten 20 Jahre. Und wenn man das ernst nimmt, wenn man sagt, unser täglich Brot gib uns heute, dann, Frau Herrmann, dann kann man auch eine solche wirtschaftliche Enteignung, wie sie in Deutschland erfolgt ist, gut wegstecken. Also Sie verzweifeln daran nicht. Und das sehen Sie ja. Ich bin immer noch ein humorvoller Mensch. Auch das eint uns, denn ich glaube, jeder, der auf diese Weise in ein stärkeres Gottvertrauen kommen darf, das ist ja auch nicht jedem gegeben, das Erkennen und diese Gnade, der erhält unglaubliche Stärkung. Und ich sehe sie wirklich wohlauf und munter. Und ich hatte mit Andreas Popp vorher darüber gesprochen und er sagt, der hat einiges mitgemacht. Ja, und dann ist man natürlich sehr erfreut. Also ich bin jetzt sehr erfreut, Sie so zu sehen. Dann also vielleicht noch diese Anmerkung, Gott fordert uns und er fördert uns. Und er hat mich viele, viele Jahre gefördert, mich unterstützt in meiner Karriere, in dem, was ich alles erlebt und gemacht und tun durfte. Und nun wird man mal gefordert. Das gehört dazu. Genau. Und jetzt wird erfüllt. Und damit sind wir mal, vielleicht fange ich mit dem Buch, das Sie übersetzt haben von Robert Malone an, um dann weitere Fragen zu stellen. Also Robert Malone ist ja ein Berufskollege mehr oder weniger von Ihnen und er ist Virologe, Immunologe, Molekularbiologe. Das ist ja ungefähr auch Ihre Expertise. Ist es deswegen auch nur möglich, dass jemand wie Sie mit dem Fachverständnis auch so ein ja doch Fachbuch, das allerdings populärwissenschaftlich geschrieben ist, übersetzen kann? Ja, ich habe es natürlich nicht alleine gemacht, sondern ich hatte noch tatkräftige Unterstützung einer Kollegin, mit der ich im Übrigen auch gemeinsam das Buch von Robert Kennedy übersetzt habe. Das wahre Gesicht des Dr. Fauci, das war sozusagen unser erstes Werk in dieser Richtung. Robert Malone und mich binden durchaus eine gemeinsame Zeit. Wir haben uns auch mal kennengelernt, aber es ist letztendlich bindet uns auch ein gemeinsamer Lebensweg. Ähnlich wie er war auch ich im Staatsdienst unterwegs, nenne ich das jetzt mal ganz vorsichtig. Er hat sich ja auch im Bereich der Kriegsforschung engagiert damals. Wir sind beide diesen Weg gegangen. Wir haben beide eine ähnliche Ausbildung, eher mehr virologisch, immunologisch orientiert, ich mehr immunologisch und toxikologisch, aber durchaus in einer ähnlichen Richtung. Und was so interessant ist, er wollte sich zur Ruhe setzen, kurz vor der Corona-Krise, hat dann eine Pferdezucht begonnen und ich wollte mich auch zur Ruhe setzen. Ich habe zwar keine Pferdezucht begonnen, aber ich bin intensiv Motorrad gefahren, auch vergleichbar, so dass wir beide im Prinzip in einer Situation waren, wo wir eigentlich unseren Lebensweg so ein wenig ausklingen lassen wollten. Er hat mir mal geschrieben, und das passt so schön, ich möchte jetzt mal ernten und nicht nur säen. Und das passt genau auf das, was ich auch vorhatte
im Jahr, so ab dem Jahr 2017 mehr ernten, mal was einholen, es genießen und nicht nur immer wieder die Saat auswerfen. Und dann kam die Mikrobe und hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und nach all dem, was Sie da übersetzt haben, und da sind sicherlich noch einige Kenntnisse dazugekommen zu dem, was Sie ohnehin schon alles wussten. Ich habe mich damals schon gewundert, wie umfangreich Ihr Wissen eben auch schon zum Thema Covid-19 gewesen ist, als es eigentlich gerade erst losgegangen war. Was ist Ihre Meinung? Es wird ja in der Öffentlichkeit weltweit darüber diskutiert, ist Covid-19 eine Biowaffe? Ich habe das in einem Interview mal so ausgedrückt und in ihrer Anwendung. Und das sieht Robert Malone ähnlich wie ich. In seiner Anwendung kommt es einer biologischen Waffe gleich. Wobei ich die größere Gefahr, wenn ich ganz ehrlich bin, in der Gentherapie sehe, also in dieser Impfung, wie es so schön genannt wird, die ja gar keine Impfung ist. Auch das sehe ich mit Robert genauso, dass es eine Gentherapie ist. Die halte ich noch viel, viel gefährlicher. Ich sehe Corona auch heute immer noch als ein Methodenkeim. Ich glaube, dass wir mittlerweile große Einigkeit haben, auch mit den Mainstream-Medien, sogar mit den Regierungen, dass dieses Virus aus dem Labor stammt, dass wir Sequenzen dort finden, die nicht natürlich sind, die nicht natürlichen Ursprungs sind. Da sind HIV-Sequenzen drin, die sozusagen diesem Virus ermöglichen, überhaupt die menschliche Zelle zu betreten. Das würde sie normalerweise nicht machen können. Und das Inserieren von HIV-Genen in ein solches Virus kann nur in einem Labor stattfinden. Und nun ja, ich sage mal, dieser Wildtiermarkt und das Laboratorium in Wuhan lagen 200 Meter voneinander entfernt. Das liegt auf der Hand, dass es aus einem Labor stammt. Eine Biowaffe dahingehend, weil sie so vieles nach sich gezogen hat. Ich würde das eher die Folgen sozusagen als Waffe und die Zeit, die wir erleben, durchaus als Krieg bezeichnen wollen. Für mich ist das Coronavirus ein Methodenkeim, an dem man üben kann, Gain-of-Function-Forschung zu machen, um sie später mal auf viel gefährlichere Keime eventuell umzusetzen. Und das ist durchaus üblich. Ich habe es selber gemacht, Robert Malone auch. Wenn man eine Technik übt, dann macht man das nicht mit dem hochgefährlichen Keim. Man müsste ja ständig in so einem Ganzkörperkondom herumlaufen, hohe Sicherheitsvorkehrungen haben. Und wenn Sie das mit einem Keim machen wie Corona, der obere Atemwege infizieren kann, aber im Prinzip kein tödliches Virus ist, dann können Sie daran üben und Methoden evaluieren. Sie haben gerade den Mainstream genannt, der ja in diesen letzten 3 Jahren weitestgehend eine unrühmliche Rolle gespielt hat. Robert Malone hat ja auch ein riesenlanges Kapitel zu diesem Thema geschrieben. Sie selber haben dazu auch schon in der Vergangenheit einige Aussagen gemacht. Jetzt ist es ja so, jetzt beginnt eine Art Aufarbeitung. Manche Sender, auch öffentlich-rechtliche Sender, sind jetzt tatsächlich bemüht, auch durch Einzelschicksale, Menschen, die hohe Impfschäden haben, irreparabel, darüber zu sprechen. Und meine Frage ist zu diesem Thema, das ist das, was Malone eben auch schreibt, die Zusammenarbeit der Mainstream-Medien mit der Wissenschaft und mit den Regierungen hat ja auf eine wundersame Weise zu 100% nahezu geklappt. Sind das aus Ihrer Sicht Absprachen gewesen? Ist das eine Energie, die sich plötzlich ändert? Wie kam es dazu? Also es sind ganz sicher Absprachen und wir sehen das ja auch teilweise jetzt an den Unterlagen, die auch aus Großbritannien publiziert worden sind, also diese geleakten E-Mails, dass dort ganz klipp und klar abgesprochen wurde. Es sind systemhörige Medien und wenn jetzt über Impfopfer berichtet wird, liebe Frau Herrmann, muss ich sagen, da ist so viel an Vertrauen
auch bei mir und bei vielen anderen Menschen zerstört worden. Da wird nicht berichtet, um den Menschen zu helfen. Es wird knallhart berichtet, so wie ich das immer wieder erlebt habe, für Klicks, für Einschaltquoten. Und weil man merkt, dass man jetzt um dieses Thema nicht drum herum kommt. Ich vergleiche das mal damit, dass ein ehemaliger deutscher Gesundheitsminister, Herr Spahn, ein Buch schreibt über Vergebung. Ja, das hat er auch dringend nötig, das zu tun, dass ein amtierender Gesundheitsminister plötzlich von Fehlern spricht, dass ich gerade gestern gelesen habe, dass ein Ministerpräsident sagt, also auch das Schließen der Altenheime war nicht in Ordnung. Wissen Sie, das sind Lippenbekenntnisse. Das sind Lippenbekenntnisse von Leuten, die knallhart ihre Macht ausgenutzt haben, die nach meinem Dafürhalten sich in der Vergangenheit, in den letzten 3 Jahren, überhaupt nicht darum gekümmert hat, wie es Kindern geht, wie es Menschen geht, die alt sind und die alleine sterben müssen. Das war ihnen völlig egal. Und jetzt werden Krokodilstränen geweint. Ich habe das ganz deutlich gesagt, letztens bei einer Sendung von Servus TV, mir fehlen da Konsequenzen. Nur zu sagen, es war ein Fehler, ist leichtfertig. Das nehme ich denen auch nicht mehr ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde auch den Menschen raten, es diesen Herrschaften nicht abzunehmen. Wobei, ganz wichtig, da können wir auch gerne nachher noch drüber sprechen, wir sollten vergeben. Das hilft uns selbst, das macht uns selbst frei. Wir sollten aber auf gar keinen Fall vergessen. Und ich glaube, was die Damen und Herren Politiker in Deutschland, aber auch woanders in der Welt wollen, die sich jetzt großmundig entschuldigen und die Systemmedien, die jetzt plötzlich mal anders berichten, was die wollen, ist, dass wir vergessen. Denen gefallen sollten wir ihnen nicht tun. Sie sagen, es fehlen die Konsequenzen. Wie könnten die denn aussehen? Nun ja, wenn ich über ein halbes, dreiviertel Jahr Kindern die Bildung entziehe, das ist für mich ein Verbrechen. Das dürfen wir nicht. Unsere Gesellschaft ist verpflichtet, Kindern Erziehung respektive Bildung zukommen zu lassen, dann wäre es doch jetzt bitte die Pflicht und die Schuldigkeit, dies mit aller Kraft, mit allen Möglichkeiten aufzuholen. Und dort nicht, wenn ich mir den Zustand der Schulen in Deutschland angucke, dann kann man nur noch weinen. Wenn man die Lehrer reden hört, wie es um die Schüler steht, dann ist das gruselig, was da sozusagen heranwächst. Dann müsste jetzt doch alle Kraft herangesetzt werden daran, diesen Menschen zu helfen. Den verstorbenen alten Herrschaften, die einsam und verlassen gestorben sind, denen können wir nicht mehr helfen, die sind tot. Aber in die Jugend, in die Kinder, da sollten wir viel mehr Aktivität jetzt hereinstecken. Und Entschuldigung, aber mein Eindruck ist, man macht einfach so weiter wie früher. Das Schulsystem ist marode, das wissen wir in Deutschland. Die Situation ist nicht mehr bildungs- und kindgerecht. Und sie machen nichts. Sie kümmern sich um ganz andere Fragestellungen, aber sie kümmern sich nicht darum, Kinder und Jugendliche das sozusagen wieder gut zu machen, was dort an Verbrechen begangen worden ist. Sie haben vollkommen recht. Die Schulen sind vielerorts in einem katastrophalen Zustand. Und wir hören, dass gerade wieder beschlossen wurde, dass die Ukraine weitere 12 Milliarden für diesen Krieg, vielleicht andere Quellen reden sogar noch von mehr Geld, bekommen sollen. Da kann man ja, ich will jetzt den Krieg mit diesem Thema um Himmels Willen nicht vermischen, aber da fließen ja die Milliarden ganz locker und schnell und problemlos weg, während eben jeder Cent mehr oder weniger für die Einrichtungen, Schulen und Bildungseinrichtungen mühsam nur herausgeleiert werden können. Nun ja, das sind falsche Prioritäten, die da gesetzt werden. Auch ich möchte das Thema Ukraine-Krieg gar nicht ansprechen und vermischen, aber es werden ganz andere Prioritäten gesetzt. Es werden Prioritäten gesetzt hinsichtlich irgendwelcher Heizungserneuerungen und was auch immer. Ich höre kein Wort davon, und das ist das, was mich stört. Ich höre kein Wort davon, dass man nun verstärkt in Schulen, Kindergärten, Universitäten investieren würde. Das höre ich nicht. Das passt wohl auch nicht in diesen ideologischen Background, den wir im Moment sehen in der Politik.
Und das wäre für mich ein Anfang einer Wiedergutmachung und nicht nur Lippenbekenntnisse, das war mal ein Fehler, den wir da gemacht haben. Das reicht bei weitem nicht aus. Genauso ja jetzt die Entschädigung der sogenannten Impfopfer. Wir sehen jeden Tag neue Fälle. Auch an uns wenden sich Menschen, die sich die Spritze haben geben lassen und im Nachhinein erkannt haben, das hätten sie besser nicht gemacht. Zu den prominentesten Vertretern gehört Eric Clapton. Der hat sich zwar nicht an uns gewandt, aber an die Öffentlichkeit und eben darüber berichtet, wie schwerwiegend für ihn als Gitarrist auch die Folgen sind. Haben wir da aus Ihrer Sicht, wenn wir darüber sprechen, dass es auf jeden Fall als eine Art Waffe eingesetzt werden kann, dieses Virus und dann die folgende Impfung, die ja in dieser Gemeinschaft sozusagen verheerend sich auswirken können. Was haben wir für die Zukunft zu erwarten? Ist das der Anfang oder ist das jetzt langsam eine Entwicklung, die zum Ende kommt? Ja, mein Vertrauen in die Situation ist in den letzten 3 Jahren massiv angegriffen worden, so dass ich, wenn ich die Vorhaben der Weltgesundheitsorganisation sehe, wenn ich sehe, dass dort Begriffe wie Menschenwürde keine Rolle mehr spielen in den neuesten Papieren, ich doch eher dazu neige, dass wir am Beginn einer großen Krise stehen. Es ist keine Gesundheitskrise, Frau Herrmann, es ist eine gesellschaftspolitische Krise. Zu der Entschädigung, lassen Sie mich da noch kurz sagen, wir haben auch hier in der Schweiz eine ähnliche Situation. Ich bin beim Großrat des Kanton Bern, das ist vergleichbar mit einem Landesparlament in Deutschland, sind wir mit vier Impfopfern, die auch anerkannt sind, aufgetreten. Ich habe dort eine Ansprache gehalten und man merkt dann plötzlich, wenn die Politiker direkt einmal damit in Berührung kommen, dann beginnen sie tatsächlich nachzudenken. Ansonsten sind die Menschen, die da im Rollstuhl sitzen oder chronische Erkrankungen erlitten haben, ganz weit weg. Man schiebt sich die Verantwortung zu. Man hat auf der einen Seite die Hersteller in für mich unsäglicher Art und Weise von jeder Haftung freigesprochen. Wir werden mal schauen, inwieweit das Bestand hat. Und der Staat, das wissen wir, bevor der Staat haftet, passiert erstmal lange Zeit nichts. Ich sehe diese Impfopfer, die noch viel schlimmer erst gar nicht anerkannt werden. Wir kennen die Situation ja in Deutschland. Ich möchte jetzt nicht das Thema von Provita ansprechen mit dem Kollegen, der dort in der Krankenkasse festgestellt hat, dass er weit mehr nur in seiner Krankenkasse Nebenwirkungen im ICD-Bereich hat hinsichtlich Nebenwirkungen der Impfung, hat das dem Paul-Ehrlich-Institut gesagt, tags drauf war er entlassen. Es wird weiterhin erstmal in einer großen Art und Weise, einer groß angelegten Art und Weise unter den Teppich gekehrt. Das muss für die Menschen, die Schäden davon getragen haben, richtig wehtun. Ich habe auch gesagt, bei denen muss man sich entschuldigen, nicht bei mir. Das sind Opfer, ich nicht. Und deshalb denke ich mir, dass allein schon dieses Vertuschen, dieses nur in einigen wenigen Ebenen mal gezeigt, dass es dort Impfopfer gibt, dass dann gesagt wird, das sei plötzlich Long-Covid, eine Erkrankung, die es nicht gibt. Das sind alles so Dinge. Diese Politik und die Herrschaften, die haben nicht gelernt. Und wir sollten tatsächlich das wirklich auch so wahrnehmen. Wir haben es mit unbelehrbaren Ideologen zu tun. Sie sprechen Long-Covid an. Vieles wird tatsächlich darunter einfach mal abgehakt. Genauso wie wir natürlich erschreckend viele Krebstote im Moment zu verzeichnen haben. Auch hier ist die Rate angestiegen, genauso wie die Übersterblichkeit bei den Menschen. Wir erleben auf einmal Fernsehsendungen, in denen die Moderatoren wegkippen oder Fußballspieler oder andere Sportler auf dem Sportfeld zusammenbrechen, zum Teil sterben auf diesem Sportfeld, das hat es ja in der Art und Weise noch nie gegeben. Und so wie man am Anfang alles, was passiert ist mit Menschen, Covid zuschieben wollte, so wenig tut man das
jetzt im Zusammenhang mit der sogenannten Impfung. Glauben Sie, trotz vielem verloren gegangenen Vertrauen, dass es da eine exakte Aufarbeitung, eine strenge Aufarbeitung geben wird? Also das liegt an uns. Ich glaube, dass natürlich die Herrschaften die Schuld auf sich geladen haben, und sie haben schwere Schuld auf sich geladen, dass die natürlich an einer Aufarbeitung auf dieser Welt kein Interesse haben. Das ist klar. Sie liefern sich ungern selbst ans Messer. Das ist sogar ein Stück weit verständlich. Es liegt an uns, diese Aufarbeitung auf ganz verschiedenen Ebenen voranzutreiben. Hier in der Schweiz, muss ich sagen, sieht die Situation im Vergleich zu Deutschland deutlich besser aus. Es gibt eine umfangreiche Klageschrift, und zwar eine Strafanzeige von Philipp Kruse. Das ist ein Anwalt in Zürich, der sehr, sehr viel Arbeit, und ihm gebührt meine ganze Anerkennung, der sehr viel Arbeit in eine solche Klage hereingesteckt hat, wo er Swissmedic, wo er die verantwortlichen Personen, die diese Zulassung durchgeführt haben, verklagt. Grobe Körperverletzung, teilweise mit Todesfolge. Und da ist mein Vertrauen in die Schweizer Rechtssituation immer noch so, dass ich durchaus glaube, dass das eine juristische Aufarbeitung geben wird. Politisch ist es ganz schwierig, weil die Leute müssten eigentlich zurücktreten. Die müssten sofort ihren Hut nehmen. Sie müssten, ähnlich wie die angestellten Wissenschaftler, es ist Ihnen sicherlich aufgefallen von einem Herrn Wieler, der sogar zum 1. April das Robert-Koch-Institut verlässt, auf eigenen Wunsch, und von einem Herrn Drosten und wie sie alle heißen mögen, die uns ja tagtäglich bombardiert haben mit "ich befürchte, es könnte sein", also mit unwissenschaftlichem Geschwafel. Lassen Sie mich das wirklich auch Geschwurbel nennen. Das war es nämlich tatsächlich. Von diesen Herrschaften hören wir plötzlich gar nichts mehr. Die sind also schon alle in der Versenkung verschwunden. Was bleibt, sind die Politiker, die sich dann wahrscheinlich den Ausweg suchen, dass sie sagen, ja, das war ja die Wissenschaft, die uns beraten hat. Und dann machen sie einfach fröhlich weiter. Die Aufarbeitung sehe ich juristisch in wirklich handfesten, gut ausgeführten Klageschriften. Das geht nicht so in der Lameng, das dauert lang. Und in der Schweiz sehe ich da durchaus eine Chance. In Deutschland sehe ich da wenig Chance, wenn ich sehe, wie der amtierende Gesundheitsminister mit diesem Papier umgegangen ist, wo ein wenig nur Kritik an den Maßnahmen geübt wurde, wo er das einfach zur Seite legt und sagt, das interessiert mich nicht. Dann sehe ich da wenig Hoffnung für eine Aufarbeitung. Es wird noch lange dauern, Frau Herrmann. Und das ist meine Sorge, denn wenn die Aufarbeitung nicht stattfindet, dann wird es sich wiederholen. Wie? Also mit Covid sind, glaube ich, jetzt erstmal alle bedient. Ich glaube, dass generell mit einem Virus niemand mehr hinterm Ofen hervorzulocken ist. Aber Weltkriegsszenarien, dass man Russland den Krieg erklärt, oder Szenarien hinsichtlich Klima, die stehen ja vor der Haustür. Jeder aufgeweckte Mensch stellt fest, dass diese beiden Mechanismen weiterhin Angst, Panik, Schrecken, Furcht in die Menschen hineintragen soll und auch Spaltung, und damit wird regiert mit genau diesen Methoden. Die Weltgesundheitsorganisation, merkwürdige Bezeichnung für diese Organisation, die versucht ja gerade ein Papier durchzudrücken, das sozusagen den einzelnen Ländern die Rechte künftig versagen will, selbstständige Entscheidungen zu treffen, falls eine Epidemie oder falls etwas ausbricht, eine Seuche eventuell, sondern das soll mehr oder weniger aus Genf beziehungsweise vom Sitz der WHO gelenkt werden. Jetzt hatte ich neulich mal ein Gespräch mit einem Kollegen von Ihnen, mit Herrn Dr. Klinghardt, der sagte, dass er fürchte, dass es eben doch ein Virus, eine Seuche werden könnte, und berichtete dann auch, dass beispielsweise Herr Gates von der Bill und Melinda Gates Stiftung
gegen das zum Beispiel das Marburg-Virus schon einen Impfstoff entwickelt hätte und auch entsprechende Tests. Und da dieses Marburg-Virus, das wissen Sie noch besser als wir alle hier, ja eigentlich gar nicht so hoch ansteckend ist, sondern nur über Körperflüssigkeiten übertragen wird und bis jetzt gar nicht viele Fälle aufgetreten sind, aber jetzt denn in der letzten Zeit schon mehr in Afrika. Wenn man das zusammenrechnet, könnte man denken, es könnte wieder was kommen. Wie würden Sie das einordnen? Also wir hatten immer wieder Ebola-Outbreaks und Marburg ist ja ein Ebola-Stamm und den hatten wir immer im Kongo, den hatten wir immer in afrikanischen Ländern, mal mehr, mal weniger, mal sind Hunderte von Menschen dran gestorben, mal nicht. Ich glaube, dass wir im Moment in einer völlig normalen Situation uns bewegen, außer, und das ist die Ausnahme, dass wir weiterhin vor Herren wie Bill Gates, aber auch anderen Angst haben. Stellen Sie sich mal die Situation vor, Frau Herrmann, am Ostersonntag war es, glaube ich, 2021, wo Herr Gates 20 Minuten Zeit hatte, im deutschen Fernsehen seine abstrusen Fantasien zu noch mehr Pocken, Ebola, Pest und was er denn da alles aus dem Keller holen wollte, das macht er ja jetzt weiterhin, wo er sich da präsentierte. Und man ja geradezu förmlich merkte, wie der Reporter und die Zuschauer vor Angst bibberten. Ja, die fanden ja kaum Worte. Und jetzt stellen Sie sich mal die umgekehrte Situation vor. Man hätte ihm gesagt, ach, wissen Sie was, lieber Herr Gates, bauen Sie mal einen richtigen Computer oder ein richtiges Betriebssystem, was auch mal anständig funktioniert und lassen Sie uns doch mit Ihren Fantasien in Ruhe. Dann hätten wir keine Angst. Dann wäre er rausgeschlichen aus dem Studio. Und ich denke, das ist etwas, was wir lernen müssen, dringend lernen müssen, uns nicht mehr zu fürchten vor solchen Ankündigungen. Denn wenn wir uns nicht fürchten, dann haben die auch mit ihrem Samen, und das ist ein teuflischer Samen, der dort verteilt wird, keinen Erfolg. Sehr schön, dass Sie das in dieser Entschlossenheit und auch in diesem Bewusstsein sagen. Ich denke, das wird auch vielen Menschen helfen. Und zum Thema Angst kommen wir auch gleich noch, denn davon haben ja alle wirklich genug abbekommen. Ich möchte Sie jetzt noch fragen, gerade zum Thema Covid-19, damit können wir das dann vielleicht auch erstmal abschließen. Es gibt immer vermehrter die Diskussion über das sogenannte Shedding. Bedeutet der Kontakt zu Menschen, die die Spritze bekommen haben, könnte Auswirkungen haben auf Menschen, die sie nicht bekommen haben. Was können Sie dazu sagen? Denn da haben wir viele Fragen immer wieder von unseren Zuschauern auch. Ja, das beschäftigt die Menschen sehr. Und da muss ich ein wenig ausholen, aber die Zeit haben wir ja. Da muss ich ein wenig ausholen, weil ich werde auch hier in der Schweiz, ich halte sehr viele Vorträge hier in meinem kleinen Rahmen und also 50 bis 100 Menschen, mit denen ich dann auch in die Diskussion gehe. Und das Thema Shedding ist immer eins der ersten Fragen, die aufkommen. Also ich kann es nachvollziehen, dass sie dort auch bestürmt werden. Was ist Shedding? Shedding ist die Übertragung des Genproduktes, also in dem Fall des Spike-Proteins, von einem Menschen auf den anderen. Und das Ganze ist eben nicht nur ein gesundheitliches, sondern auch für mich ein gesellschaftspolitisches Problem. Sage ich gleich noch was dazu. Die Übertragung findet auf verschiedenen Wegen statt. Das kann oral sein, also wenn Sie sozusagen das Ganze mit dem Mund aufnehmen, dann sehe ich da eine relativ geringe Gefahr. Was passiert mit einem Protein, was wir, oder bleiben wir mal, gehen wir mal zu seinem Beispiel. Der kleine Tim, der möchte gern mit seinem Opa spielen. Der Opa ist viermal geimpft. Die Eltern sagen, es kommt gar nicht in Frage, mein lieber Junge. Du spielst mit dem Opa nicht, denn du könntest Spike-Proteine abbekommen. Das wäre ein klassischer Fall von Spaltung innerhalb der Familie. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass wir das nicht weitertreiben. Denn das wäre sehr im Sinne der Regierenden, sehr im Sinne derer, die uns peinigen, dass wir jetzt selbst anfangen zu spalten. Tim kann sehr, sehr gut mit seinem Opa spielen, denn er knuddelt ihn, der Opa gibt ihm einen Kuss. Tim leckt vielleicht auf der Haut und sagt, Opa, du schmeckst aber heute so salzig. Dadurch kann er theoretisch Spike-Proteine aufnehmen. Die Spike-Proteine gelangen in den Magen, dort werden sie verdaut. Und das ist ähnlich wie wenn wir ein Steak essen, da nehmen wir ganz viel Rinderprotein auf, aber wir zeigen darauf keine Immunreaktion. Wichtig,
Heißt, unser Immunsystem und unser Verdauungssystem sind bis auf wenige Bereiche, die Peyerschen Plaques im Darm, deutlich voneinander getrennt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Spike-Proteine, die wir oral aufnehmen, sind nach meinem Dafürhalten wenig bis nicht gefährlich. Anders sieht es aus bei Bluttransfusionen. Das ist sicherlich ein Thema. Denn leider wird nicht unterschieden zwischen Blut von gentherapierten und nicht gentherapierten Menschen. Das ist ganz früh mal gemacht worden in Teilen Japans und USA. Das ist dann wieder eingestellt worden, in Europa gar nicht. So dass heute bei einer Bluttransfusion natürlich die Gefahr besteht, erstens, dass man Spike-Proteine erhält. Das könnte man noch verkraften, denn die vermehren sich nicht. Also ihre Butter im Kühlschrank vermehrt sich auch nicht. Also so gesehen bleibt das die gleiche Konzentration und wir können damit klarkommen. Die Gefahr besteht eher darin, wenn Zellen übertragen werden, die die mRNA zur Bildung von Spike-Proteinen in sich tragen. Das war ja auch eine Form von Shedding. Das ist nach meinem Dafürhalten oder wäre nach meinem Dafürhalten nicht akzeptabel. Und deshalb denke ich, bei dem Thema Bluttransfusion sollten wir sehr vorsichtig sein. Ich habe da zwei Ansätze, die ich auch hier in der Schweiz verfolge. Das eine ist eine Blutbank für ungeimpftes Blut. Ganz wichtig, nicht für ungeimpfte Menschen, sondern für ungeimpftes Blut. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass wir auch im Rahmen einer Parallelgesellschaft Menschen um uns scharen, 10, 12, die wir kennen, dessen Blut für uns kompatibel ist und dass wir die als Blutspender angeben. Ich weiß, dass die Spitäler, die Krankenhäuser ungern mitmachen, aber da gibt es Möglichkeiten, das durchzusetzen, sodass wir tatsächlich dann nur auf Blut zurückgreifen, entweder auf eigenes, also für planbare Operationen, oder auf Blut von Menschen, von denen wir wissen, die nicht gentherapiert sind. Das Thema Shedding generell halte ich für kritisch deshalb, weil es ist ja nicht untersucht worden. Wenn Sie mir die Frage stellen, müsste ich eigentlich antworten, bitte fragen Sie BioNTech und die zulassenden Behörden. Die hätten das untersuchen müssen, haben sie aber nicht. Naja, in 9 Monaten ist das ja auch schwierig oder in 8. Ich halte es deshalb für so schwierig, wenn jetzt sich ein Spalt auftut zwischen den Menschen, die resilient waren, die es geschafft haben, trotz der ganzen Angriffe auf sie, sich nicht haben gentherapieren lassen, im Vergleich zu denen, die nach Mallorca fliegen wollten oder essen gehen wollten oder aus welchen Gründen sich haben auch immer gentherapieren lassen. Diesen Spalt dürfen wir nicht öffnen. Und da bin ich ganz bei Daniele Ganser, den ich sehr schätze und den ich auch kennengelernt habe hier in der Schweiz. Wir sind eine Menschheitsfamilie und da sollte auch das Spike-Protein nicht dazwischen stehen. Dennoch ist es natürlich für viele, wie Sie selber sagen, eine sehr wichtige Frage. Es kann man ja trotzdem beobachten. Wir kennen nun vorwiegend Menschen, die die Spritze nicht bekommen haben, sehen aber auch bei diesen Menschen in letzter Zeit, auch bei uns selber übrigens, eine hohe oder höhere Anfälligkeit für Erkältungen beispielsweise. Die Frage ist, hängt das jetzt unmittelbar mit dem Virus zusammen oder woran könnte es liegen? Also bei der Gentherapie wissen wir heute, das hat mir übrigens ein Kollege aus Stanford mal sehr gut auseinandergelegt, ich sprach immer von dem Spike-Protein. Und dann sagte er mir letztens, lieber Stefan, bitte sprich nicht von dem Spike-Protein, sondern von Millionen verschiedenen Spike-Proteinen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir für jedes Protein, was wir in unserem Körper herstellen, das ist ja ein Vorgang, der jede Sekunde unseres Lebens in uns passiert, wir eine sehr, sehr gute Kontrollsituation haben. Wir haben eine Qualitätskontrolle, sodass immer geschaut wird, ist dieses Protein richtig hergestellt, funktioniert das auch entsprechend, ist das richtig gefaltet. Für das Spike-Protein findet das nicht statt, weil wir haben dafür keine Qualitätskontrolle. Wie auch? Es ist ja auch fremd und es gehört gar nicht zu uns, aber wir produzieren es selbst. Und in dieser Situation ist es dann tatsächlich so, dass wir nicht ein Spike-Protein bilden, sondern ganz viele auch kaputte Spike-Proteine, also defekte, falsch gefaltete. Und das einzige System, was unterscheiden kann, ist das Immunsystem. Und Sie müssen sich das so vorstellen,
Das Immunsystem wird jetzt derartig beschäftigt bei diesen Menschen, die sich haben gentherapieren lassen, dass es tatsächlich überfordert wird. Also für die Zuschauer, die sich mit Computern auskennen, wenn sie eine gute Webseite haben mit einer Zugriffsmöglichkeit von außen und wenn dann ein Bot, ein Cyberbot ständig draufruft, ständig millionenfach pro Sekunde drauf zugreift, dann bricht diese Seite zusammen. Und genau das Gleiche passiert mit dem Immunsystem auch von den Menschen, wo ganz viele unterschiedliche Spike-Proteine hergestellt werden. Das bricht dann irgendwann einmal zusammen. Und dann sind sie natürlich anfällig für Infektionen, ganz leichten Infektionen, die sie normalerweise weggesteckt hätten. Bei den Nicht-Gentherapierten, also bei den ungeimpften Menschen, glaube ich, spielt die Psyche eine große Rolle. Ich höre das immer wieder, dass dann Menschen mir erzählen, ja, sie haben gut reden, die bei Hockerts. Ich arbeite mit 10 Leuten in einem Büro zusammen, 9 davon sind gentherapiert. Und seitdem das passiert, juckt meine Nase oder ich habe blutunterlaufene Augen oder ich habe Ausschlag auf der Hand und was auch immer. Und da kann ich nur sagen, natürlich spielt unsere Psyche eine Rolle. Die Angst macht uns krank. Das habe ich ganz früh im März 2020 gesagt. Kein Virus, noch kein Spike-Protein. Die Angst davor macht uns krank. Das heißt auch hier wiederum, sich nicht ängstigen. Nicht keine Angst zu haben davor, dass das Spike-Protein bei uns, wo wir nur kurz damit mal in Berührung kommen, bleibende Schäden anrichtet. Während natürlich, wenn das über Monate bis zu einem Jahr mittlerweile, sehen wir Daten, in den Menschen produziert wird, dann kann das tatsächlich schwere neurotoxische Schäden hervorrufen. Bei den, die Impfung, die sogenannte, bekommen haben. Und bei den anderen, sagen Sie, kann auch die Psyche eine Rolle spielen. Das finde ich übrigens eine sehr spannende Antwort oder Erklärung, denn es kann ja auch so eine Art energetische Frage sein oder diese Angst wird eine Energie, die sozusagen sich vielleicht verbindet dann mit diesen Symptomen, die die anderen, diejenigen, die die Spritze bekommen haben, eben zeigen. Ja, ist in dem Sinne dann, also ich sage mal, unsere Psyche ist auch unsere Seele. Das kann man vielleicht so ein wenig im Gleichklang sehen. Und wenn die belastet ist, dann ist das eine negative Energie, eine negative Auswirkung. Und das kann uns krank machen. Das kann nicht nur, das macht uns krank. Das ist definitiv der Fall. Das kennen wir alles, dass auch unser Immunsystem leidet, wenn unsere Psyche und unsere Nerven leiden. Das kennen wir im Positiven wie im Negativen. Lassen Sie mich da 2 Beispiele bringen. Das eine ist, dass wir das kennen, wir sind angeschlagen, psychisch angeschlagen, wir haben Ärger mit dem Chef, mit dem Ehepartner und schon fangen wir uns eine Infektion ein. Aber auch andersrum, also der Mensch, der Mann, ganz wichtig, der Mann hat seine Sommergrippe, also er ist kurz davor zu versterben, die Frau pflegt ihn hingebungsvoll und kümmert sich um ihn und wischt ihm den Rotz von der Nase und hilft ihm. Sie wird nicht krank, weil sie psychisch und nervlich gut aufgestellt ist und in der Helferposition ist und da wird sie nicht krank. Also das sind eben Grundlagen, was ich gerade sage, von Psychoneuroimmunologie. Ja gut, das war eine perfekte Überleitung, weil das ist ein Thema, über das wir heute nämlich auch sprechen wollen. Sie haben mich ja damit überrascht, ich wollte ja über das Buch und so weiter, die Mikrobe reden, aber wir machen heute ein bisschen länger, weil Sie gesagt haben, nein, das Thema Psychoneuroimmunologie, kurz PNI, läge Ihnen am Herzen. Nun wusste ich bis dato genauso wenig wie wahrscheinlich ein großer Teil unserer Zuschauer. Mögen Sie mal in Ihre Worte fassen, was sich dahinter verbirgt und warum Sie sich jetzt damit beschäftigen? Also ich beschäftige mich damit schon über 20 Jahre. Ich habe ganz intensiv Diskussionen geführt mit einem ganz lieben Freund, den Sie wahrscheinlich auch kennen. Ich weiß nicht, ob er bei Ihnen schon mal zu Besuch war, aus Innsbruck, Christian Schubert, der sich mit diesem Thema sozusagen aus der Psyche nähert und ich eben eher aus der Immunologie mich der ganzen Angelegenheit nähere. Und Christian und ich haben viel diskutiert dazu. Es ist eine ganzheitliche Sehweise, die in der Schulmedizin leider bisher noch nicht wirklich Einzug gehalten hat. Wir betrachten den Menschen wie ein Auto.
Da gibt es einen Anlasser und wenn der kaputt ist, muss er repariert werden. Oder eine Zündkerze oder ein Rad oder eine Stoßstange. Der Mensch ist mehr als die Summe aus den Einzelteilen, also aus den einzelnen Organen. Und das ist die Gesamtheit, das ist sozusagen die ganzheitliche Sehweise. Und Psyche, Nervensystem und Immunsystem, wissen wir, greifen wie ein Räderwerk ineinander, wie ein Zahnrad immer wieder ineinander. Ich habe es gerade schon mal erklärt an zwei Beispielen. Und mit diesem Thema von immunologischer Seite her beschäftige ich mich, wie gesagt, seit 20 Jahren. Mir ist aufgefallen, dass diese Gentherapie, die jetzt viele Menschen haben über sich ergehen lassen, 1, 2, 3, wie oft noch, weiß ich nicht, es passieren wird, dass die genau diese drei Makrosysteme angreift. Es greift die Psyche an, es greift das Nervensystem an und es greift das Immunsystem an. Das Immunsystem wird fehlgeleitet, das Nervensystem durch die Neurotoxizität, also durch die Membranaffinität des Spike-Proteins, schwer geschädigt. Und die Psyche dadurch, dass die Menschen merken, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Oder die Frage, wie werde ich das wieder los? Wie kann ich das wieder ausleiten? Und wir ihnen leider sagen müssen, das ist so gut wie nicht möglich. Das sind Angriffe auf drei Makrosysteme, die ganz eng miteinander verbunden sind. Und die Psychoneuroimmunologie als relativ junge Wissenschaft, die gibt es seit 30, 40 Jahren, länger gibt es die noch gar nicht, kommt jetzt zu großer Beliebtheit in Anführungsstrichen oder zu großer Bedeutung. Sie müssen sich das so vorstellen, die Psychoneuroimmunologie ist in den 70er und 80er Jahren das erste Mal aufgefallen. Man hat Folgendes gemacht, man hat Tieren ein Immunsuppressivum, Cyclophosphamid, gegeben. Und dann konnte man natürlich sehen, dass das Immunsystem heruntergefahren wurde, supprimiert wurde. Und gleichzeitig bekamen die Tiere einen Süßstoff, der völlig inert war. Das hat man über 2 Wochen gemacht. Man hatte das Immunsystem dann supprimiert. Dann hat man die Tiere sich 2 Wochen erholen lassen, sodass das Immunsystem wieder normal war. Und dann hat man nur den Süßstoff gefüttert. Und was passiert? Das Immunsystem wurde durch den Süßstoff supprimiert. Und das geht eigentlich nicht. Aber das heißt, die Psyche, das Nervensystem haben einen direkten Einfluss auf die Wirkung des Immunsystems. Und ja, ich war in der Vergangenheit auch in Deutschland so mit ein oder anderen Unternehmen, gerade auch in der Phytobranche, immer unterwegs zu diesem Thema und wollte gerne Psychoneuroimmunologie als ganzheitliche Betrachtungsweise, auch als ganzheitliches Therapeutikum mal in die Diskussion bringen. Und das ist mir nie gelungen. Es bedurfte erst diese Situation, die wir jetzt haben, dass mir hier in der Schweiz es gelungen ist, ein Unternehmen dafür zu begeistern. Und wir haben ein Nahrungsergänzungsmittel entwickeln dürfen, welches zeitgleich, und das ist ein wichtiger Punkt, zeitgleich Psyche, Nervensystem und Immunsystem stabilisiert. Und das halte ich für viel wichtiger, als wenn man nur das Immunsystem alleine stabilisiert. Wie gesagt, wenn die Psyche niedergeschlagen ist, wenn die Nerven fertig sind, dann können Sie das Immunsystem alleine auch nicht stärken. Also da werden gewisse Ingredienzen drin sein, die dafür sorgen. Darüber können wir gleich noch mal reden. Aber meine Frage ist, muss der Mensch nicht gleichzeitig auch psychisch oder seelisch arbeiten, um sich selbst aus diesem Stress, aus dieser Angst zu befreien? Durch Atmung, durch vielleicht Meditation, durch ein Gebet, Gottvertrauen, also es ist ja wahrscheinlich hier auch wieder eine ganzheitliche Herangehensweise erforderlich. Richtig. Da sprechen Sie mir sehr aus dem Herzen. Wir können mit ein paar Tabletten oder mit ein paar Vitalstoffen, Kurkuma, Bryophyllin, anderen Substanzen, den Menschen weder glücklich noch zufrieden noch das Immunsystem stabil machen. Er muss selber dazu bereit sein, auch an anderen Teilen seines Organismus zu arbeiten. Und was Sie sagen, für mich ist da, ich habe ein schönes Bild immer dazu, Psychoneuroimmunologie, also Psyche, Nervensystem, Immunsystem ist gleichzusetzen mit Körper, Geist und Seele. Und wenn Sie das sozusagen dann so betrachten und den Schnittpunkt von Körper, Geist und Seele, das ist das Ich, das ist der Wohlfühlknopf, nenne ich das immer. Wenn ich da eine Schnittmenge schaffe, und dazu gehören viele Punkte. Und Sie haben völlig recht. Für mich ganz zentral gehört dazu Gottvertrauen,
gehört dazu, sich nicht zu fürchten. Ganz wichtiger Punkt. Immer wieder sozusagen auch an sich selbst und an den Herrgott zu glauben. Beides, beides ist wichtig. Beschlüsse zu fassen, neue Wege zu gehen, sich nicht in die Irre leiten zu lassen, das gehört mit dazu. Aber ich denke, auf der anderen Seite, eine Unterstützung durch ein gutes Nahrungsergänzungsmittel schadet da nicht. Was ist denn da drin in Ihrer Erfindung? Oh, ganz viel. Da kann ich nur empfehlen, dass die Menschen, die uns zuschauen, auf eine Webseite gehen. Die Firma heißt King Nature, also der König der Natur. King Nature, ein Wort. .ch oder .de, das ist in beiden Ländern beheimatet. Und dort finden Sie, wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, Kurkuma. Sie finden ganz viele Vitalstoffe, Vitamine, die dort drin sind. Substanzen, die sowohl die Psyche stabilisieren, das Nervensystem stabilisieren, bekannterweise das Immunsystem unterstützen. Und die Box, das ist eine Dreierbox, die heißt Recovery Box. Und gehen Sie einfach mal ins Netz, lesen Sie mal nach. Und das würde jetzt wirklich zu weit führen. Wir haben da sicherlich 30, 40 Inhaltsstoffe zusammengepackt, die, denke ich, zusammen betrachtet genau diesen ganzheitlichen Ansatz unterstützen. Das ist gut, dass Sie auch solche Dinge anbieten können, denn ich denke, vielleicht ist es für viele Menschen das gemeinsame, eben tatsächlich ganzheitliche Herangehen, wobei ich sehr froh und glücklich darüber bin, wie Sie darauf jetzt auch reagieren, dass der Mensch selber aus der Angst auch herauskommen soll. Viele sagen ja, ich würde ja gerne ins Gottvertrauen kommen, aber ich weiß gar nicht, wie das geht überhaupt. Sie haben ja gesagt, überall, wo Sie aufgenommen wurden, stand ein bestimmtes Buch, die Bibel. Ist es das gewesen, dass Sie in einer Notlage waren und deswegen vielleicht auch geöffneter und demütiger waren, um in die Wahrheit zu kommen? Oder was bedarf es? Ja, Sie haben ein Wort schon gesagt, Demut und Geduld. Das sind so auch zwei Dinge, an denen ich auch arbeiten muss und darf. Es ist nicht zwingend die Notlage. Es ist, denke ich, das Bewusstsein zu schaffen in sich selbst, dass man zurückgreift auf diese Schrift, auf das Wort Gottes. Nicht umsonst heißt das so. Denn es stehen unglaublich viele Hinweise, unglaublich viele Dinge dort drin, die uns Mut machen, die uns zeigen, wie wir in Schwierigkeiten reagieren können, die vor allen Dingen uns zeigen, dass wir uns nicht einem Mainstream, das steht da so nicht drin, aber einem König, einem weltlichen unterordnen sollen, sondern dass wir sehr wohl immer im Blick haben sollen, dass Gott uns die Regeln vorgibt. Und dass wir an diese Regeln zunächst einmal zu glauben haben und dass wir mehr können. Und ganz viel Zuversicht steckt ja in diesem Buch, Fiducia. Das steckt unglaublich viel Zuversicht in diesem Buch. Und ich denke, dass es ist eine Geschichte, wenn ich sie erzählen darf, die mich unglaublich mitgenommen hat, die mir geholfen hat in schweren Zeiten, aber auch heute immer noch hilft. Das ist die Geschichte vom See Genezareth. Und ich erzähle sie immer mit meinen eigenen Worten. Auf dem See Genezareth war Petrus mit seinen Mitgenossen unterwegs. Sie ruderten über den See. Es gab schweres Wetter, ganz schweres Wetter. Es ist ein Riesensee. Sie können den einfach nicht durchschwimmen. Und sie waren mitten auf dem See und kam in schweres Wetter. Eine Welle jagte die nächste. Das passt auch in die heutige Zeit. Ne? Die Wellen, die uns so eingeredet wurden, vor der wir Angst zu haben, das ist notwendig von uns verlangt worden, dass wir Angst davor haben. Ja, und Petrus und seine Mitgenossen hatten eine Wahnsinnsangst. Sie hatten Todesangst. Und in dem Moment, wo sie diese Todesangst haben, das steht ja auch in dem Buch, sie schöpften das Wasser aus dem Boot. Sie saßen gemeinsam in einem Boot. Auch eine sehr, sehr gute Metapher, die wir ja auch benutzen können. Erscheint ihnen Jesus, wie er übers Wasser geht. Und was ruft Petrus? Petrus ruft natürlich, Herr, du hast es in der Hand. Du kannst das Wasser glatt machen. Hilf uns einfach. Und das ist ja etwas, was wir heute auch hören. Da muss doch endlich mal jemand kommen, der uns aus dieser Krise herausholt. Wir beten, wir bitten darum, dass uns geholfen wird. Und
Was macht Jesus? Jesus schaut sie an und sagt, fürchtet euch nicht. Ich glaube, dass Petrus, wie ich so schön sage, der Kamm geschwollen ist. Petrus war ja so ein eher aufbrausender Typ, kann man ja, wenn man da etwas drüber liest. Der Mann war nicht feige, aber er war Wortführer. Er war immer gerade raus. Und ich kann mir vorstellen, dass er gesagt hat, also Herr, tut mir leid, aber mit dem Ratschlag, ja, wir ertrinken hier gerade. Wir sterben gerade. Mit dem Ratschlag kann ich nun mal jetzt gar nichts anfangen. Und ich glaube, er war richtig böse und hat wohl auch geschimpft. Und Jesus war ja nicht nur Gott, er war ja auch Mensch. Und deshalb hat er sich provozieren lassen. An einigen Stellen in der Bibel finden wir das, dass er durchaus offen war auch für eine Provokation. Und da hat er sich provozieren lassen, denn er sagt zu Petrus, komm, steig aus. Hab Vertrauen. Schau mich an, hab Vertrauen, komm zu mir und fürchte dich nicht. Und Petrus wusste ganz genau, wenn ich jetzt aussteige, dann schwupps, bin ich im Wasser und bin tot. Das war ihm klar. So viel Klarheit hatte er im Kopf und trotzdem steigt er aus. Und er kann übers Wasser gehen und geht einige Schritte, sieht aus dem Augenwinkel die nächste Welle auf sich zurasen, denkt, oh je, oh je, oh je, wie schlimm mag das sein? Er fürchtet sich wieder und er versinkt. Und dann die wichtige, für mich ganz, ganz wichtige Situation, dass ihm Jesus die Hand reicht und sagt, komm, was habe ich dir gesagt? Fürchte dich nicht. Habe keine Angst, habe Vertrauen zu mir, komme zu mir. Und dann kann er wieder übers Wasser gehen. Ich spinne die Geschichte dann zu Ende. Die sind später alle übers Wasser gegangen. Das Boot ist dann versunken und die konnten einen gemütlichen Spaziergang über den See Genezareth machen. Was will ich damit sagen? Wenn wir uns nicht fürchten, wenn wir Gottvertrauen haben, dann können wir Dinge leisten, von denen wir heute meinen, dass wir es nicht können. Und das sind Dinge, die in der Bibel stehen. Da gibt es etliche Stellen, nur die gefällt mir so besonders gut, weil so Begrifflichkeiten drin sind wie Welle und wir sitzen in einem Boot. Und dieses fürchtet euch nicht, was Petrus eigentlich als Provokation empfindet. Und ja, wenn wir das ernst nehmen, dann kann uns nichts passieren. Wissen Sie auch, warum uns nichts passieren kann? Weil ich feststelle, und das ist wirklich schlimm, ich stelle fest, dass Politik gerade in Deutschland ganz offenbar mit dem Zeichen des Kreuzes und der Heiligen Schrift so gar nichts mehr anfangen kann und will. Sie haben es vielleicht verfolgt, im Münster, wo der G7-Gipfel war, hat die Außenministerin das Kreuz abnehmen lassen im Saal, wo man zusammensaß. Offensichtlich hat sie das gestört. Die Kultusstaatssekretärin lässt auf dem Berliner Dom eine Inschrift von Matthäus Evangelium verhängen oder will es verhängen lassen. In einem Kinderspielplatz, wo Kinder sich, auch in Berlin, wo Kinder sich ein Klettergerüst gewünscht haben und sie hatten sich eine Kirche gewünscht, wo auf dem ein Kreuz war, musste das Kreuz abgesägt werden, weil Politiker einer gewissen Couleur dagegen waren und da sitzt da oben plötzlich eine Holzkatze. Gut, wir merken aber, es ist tatsächlich so, dass wir mit der Bibel und mit dem Kreuz eine unglaubliche Macht besitzen, ganz offensichtlich als Christen. Und ja, es freut mich sehr, wenn ich so unterwegs bin und mit Gleichgesinnten spreche und wir erst einmal gar nicht über Christentum sprechen, es häufig sich herausstellt, dass die Menschen, die die gesellschaftspolitische Krise, in der wir uns im Moment befinden, ernst nehmen, darüber nachdenken, es zumeist Menschen sind mit einem starken christlichen Hintergrund. Damit meine ich nicht kirchlich, sondern christlich. Gut, dass Sie das nochmal klargestellt haben, sonst hätte ich es ja mich jetzt versucht, denn die Kirche braucht ja Gott als Geschäftsmodell, aber Gott braucht die Kirche nicht und insofern, es gibt ja auch Leute bei der Kirche, die es wirklich ernst meinen, aber es gibt auch eine Menge Verwerfungen, gerade wenn man die letzten 3 Jahre betrachtet hat, wie dort die Maßnahmen dann umgesetzt wurden. So wie Sie sprechen, kann man sehr leicht erkennen, Sie sind im Gottvertrauen, Sie sind da hineingekommen. Ich bin's auch. Wir wissen, das ist ein Prozess. Es ist nicht, ja gut, bei Paulus reicht auch ein kurzer Anruf und er wird dann zum Paulus vom Saulus und erkennt sofort. Aber nochmal zu Ihrer PNI-Forschung zurückzukommen. Wenn ich das versuche, in Zusammenhang zu bringen, dann scheint mir ja so, dass wenn ich etwas für mich tun möchte,
in eine Stärkung kommen möchte. Ich mehr oder weniger ja auch das, was ich denke oder das, was ich an Gefühlen oder Empfindungen habe, erstmal erkennen, deuten lernen muss, einordnen lernen muss, vielleicht verändern und dann auch eine Art Kontrolle über mein Denken übernehmen müsste. Ist das richtig? Ja, zunächst einmal, ich möchte viel früher anfangen. Ich muss überhaupt erstmal denken. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass viele Menschen haben denken lassen. Und haben sozusagen ihren Kopf, wie ein lieber Kollege von mir immer gesagt, nur noch dazu benutzt, Nahrung aufzunehmen, aber nicht mehr nachzudenken. Wenn ich denn nun ins Nachdenken komme, dann ist das schon ein Riesenschritt. Und dann gibt es tatsächlich, ich sage mal, das ist wie eine komplizierte Erkrankung, die hat auch nicht einen Grund, die ist immer multikausal. Und auch hier haben wir es mit einer Multikausalität zu tun. Wenn es mir wieder gut gehen soll, dann muss ich Ordnung in meine Gedanken bringen. Ja, ich sollte mir eine Richtschnur zurechtlegen. Die Bibel bietet sich da absolut für uns an, weil sie im Grunde ein geniales Buch dafür ist. Aber auch auf der anderen Seite kann ich, und das ist auch PNI, ich kann versuchen, wieder mit Sport zu beginnen. Ich kann versuchen, mir Energie zuzuführen. Das ist noch ein anderes Thema, wo wir gerne noch drüber sprechen können. Ein Waldspaziergang ist unglaublich psychoneuroimmunologisch relevant, weil ich Ruhe finde in mir, weil ich meinen Gedanken nachgehen kann, weil ich gute Luft atme, weil ich mich in der Natur aufhalte. Das sind alles Dinge, die gehören dazu. Also es ist, biete ich mit dem, wenn ich von einem Nahrungsergänzungsmittel spreche, nur einen kleinen Baustein an, der allerdings die Menschen sozusagen anschieben kann, etwas zu tun. Nach dem Motto, jetzt mache ich das schon, gut, dann kann ich auch versuchen, mir anderweitig Gutes zu tun. Also wir brauchen ja immer so einen Anschub. Und wenn ich den Menschen sage, mach Sport, dann höre ich zu 3/4, ach, dazu habe ich keine Lust, das ist mir zu anstrengend. Wenn ich Ihnen aber ein Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung stelle, dann nehmen Sie das erstmal und dann sage, das alleine reicht nicht. Da kannst du jetzt drauf aufbauen. Dann ist der Wille und auch die Motivation da, was zu tun. Ich glaube schon, es hängt immer an der Energie. Ein Mensch, der keine Energie mehr hat, dem kann ich schlechterdings nicht sagen, bitte besteige Berge. Dann sagt er mir, das schaffe ich schlecht nicht mehr. Es ist auch genau eine Frage der Energie und der Entwicklung des Bewusstseins. Ich möchte jetzt gegen Ende unseres Gesprächs noch zu einem anderen Begriff kommen, den Sie mir aufgetragen haben, mich vorzubereiten, den ich auch noch nie gehört hatte. Der heißt IHHT. Das Ganze steht, das habe ich nachgeschaut, für Intervall-Hypoxia-Hyporoxia-Training. Könnten Sie uns bitte ins Bild setzen, was Sie damit zu tun haben und was das ist? Ja, was mich antreibt, liebe Frau Herrmann, ist schon seit Längerem, dass ich Menschen nicht zurückschauen lassen möchte, so auf die Vergangenheit, was war jetzt so schlimm in den letzten 3 Jahren, sondern ich möchte ihnen den Blick nach vorne ausrichten. Und was ich dabei festgestellt habe, in vielen, vielen Gesprächen, auch hier in der Schweiz, dass viele Menschen eine, wie wir so schön sagen, mitochondriale Dysfunktion haben. Mitochondrien, das haben wir alle mal in der Schule gelernt, sind diese ganz, ganz kleinen Bestandteile in unserer Zelle, teilweise bis zu 20.000 Stück pro Zelle, die in der Lage sind, Energie herzustellen. Und ich frage Sie einfach mal, jetzt drehe ich das mal um, auch ich darf mal eine Frage stellen, Sie haben eine Innentemperatur von 37 Grad, egal wie kalt es draußen ist, egal ob es stürmt oder schneit, auch in Kanada. Sie haben 37 Grad in sich. Wo kommt die Wärme eigentlich her, Frau Herrmann? Ja, also ich bin natürlich ein gläubiger Mensch und kann einfach nur sagen, das hat der liebe Gott so eingerichtet und hält es in Gang. Keine Frage, es ist Schöpfung, bin ich ganz bei Ihnen, aber ich bin ja Biologe auch und versuche das natürlich auch biologisch zu erklären. Diese Temperatur, diese 37 Grad entsteht in diesen Mitochondrien, also in diesen Kraftwerken, denn Wärme ist ja Energie. Und wenn Sie überlegen, wie viel
Kohle, wie viel Gas, wie viel Öl Sie brauchen, um einen Raum auf 37 Grad aufzuwärmen, dann können Sie sich vorstellen, was das für eine Körperleistung in unserem Körper ist, um uns immer bei 37 Grad innen warm zu halten. Was will ich damit sagen? Wir sind ein Energiebündel. Jeder Mensch besteht aus Energie und diese Energie wird in diesen Mitochondrien hergestellt. Und in den letzten 3 Jahren durch psychische Einflussnahme, die negativ ist, durch nervliche Einflussnahme, durch Neurotoxizität, jetzt auch bei den Menschen, die sich haben gentherapieren lassen, sehen wir ganz deutlich, und das spüren wir auch in Gesprächen, dass den Menschen Energie abhandengekommen ist, dass sie keine Energie mehr haben. Ich habe eine ganze Reihe Diskussionen geführt mit Impfopfern. Und wenn wir sie dann bitten, zum Beispiel bei einer Strafanzeige mit Philipp Kruse mitzumachen, dann sagen sie einfach, ich kann das nicht, ich habe keine Energie mehr. Und das glaube ich auch. Und so bin ich auf die Idee gekommen, den Menschen Energie zurückzugeben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar nicht mit einem Arzneimittel, was geschluckt wird, wo wieder Nebenwirkungen sind, sondern ich habe mich damit beschäftigt, wie denn diese Mitochondrien aktiviert werden können. Und da sind wir jetzt bei dieser unsäglichen Abkürzung, IHHT, also Intervallhypo, also eine Unterversorgung mit Sauerstoff, und Hyper, eine Überversorgung mit Sauerstoff, Oxid Training oder Therapie. Was wird gemacht? Im Grunde ist es ganz einfach. Sie liegen bequem auf einem Sessel und bekommen über eine Atemmaske, über ein medizinisch zertifiziertes Gerät, was wir hier, es gibt also auch nur eins, was medizinisch zertifiziert ist, das MT1 von TUR. Wir haben das hier im Betrieb und können über dieses Training im Prinzip dem Menschen simulieren, als würde er auf den Kilimanjaro steigen. Das kann er aber nicht, weil er ja keine Energie hat. Also geben wir ihm quasi diese Energie über das Training der Mitochondrien. Das ist eine Erfindung aus dem Jahr 1970 aus Russland. Dort hat man Kosmonauten trainiert, die mit weniger Sauerstoff auskommen mussten, um den Sauerstoff besser zu verwerten. Das ist also eine bessere Verwertung des Angebotes an Sauerstoff. Normalerweise haben wir so 21% Sauerstoff in der Luft. Wir können den runterregulieren auf 9%. 10, 11 in dieser Größenordnung, also Hypoxie und die Hyperoxie auf 35%. Und wenn wir das quasi immer wieder im Intervall machen, 5 Minuten Hypoxie, 3 Minuten Überversorgung, dann trainieren wir tatsächlich unsere Zellen. Also man kann das auch Zellgymnastik nennen, ohne dass wir eine Chemikalie dazugeben, sondern nur quasi durch den Reiz, den wir setzen. Ich mache das selbst seit 2017 und habe ganz tolle Erfahrungen damit gemacht. Übrigens 1990 gab es dafür einen Nobelpreis. Also so, obwohl es damals aus Russland kam, gab es dafür einen Nobelpreis für dieses Zelltraining. Und das möchte ich den Menschen wieder zugutekommen lassen, denn es ist relativ bequem, es ist nicht mit Arbeit verbunden. Das ist ja heute auch nicht ganz unwichtig. Und wenn man das einmal die Woche macht, etwa eine Stunde, dann hat man damit erstaunliche Erfolge hinsichtlich der eigenen Energie. Und wenn Sie gerade heute mit mir reden und ja durchaus mich als jemand erleben, der jetzt hier nicht müde im Sessel sitzt, sondern vor Energie auch nur so strahlt, obwohl ich den ganzen Tag schwer gearbeitet habe, dann hängt das damit zusammen, dass ich das auch jetzt hier in der Schweiz wieder einmal pro Woche mache. Und da kann ich nur sagen, die Menschen mögen sich informieren zu IHHT. Und mit der Abkürzung kommt man schon im Internet relativ weit. Und da stehe ich aber auch gerne für Auskünfte zur Verfügung, wenn es da Nachfragen gibt. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen erklären können im Moment. Ja, es klingt wie ein Wunder. Und meine Frage wäre dann, ist das eine bestimmte Art angereicherter Sauerstoff oder was ist das, was diese Zellen dann trainiert? Was sie trainiert, ist der Sauerstoffmangel. Das heißt, dass man statt dem Menschen statt 21% Sauerstoff 13% anbietet. Und Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben 2 Arten von Mitochondrien, die faulen und die fleißigen. Und die fleißigen, das sind die aus Fett, aus den Fettzellen heraus die Energie beziehen
und damit anaerob, also ohne Verbrauch von Sauerstoff, uns Energie zur Verfügung stellen. Und die Faulen machen das aus Glucose, da müssen wir ständig essen, da müssen wir ständig Zucker zu uns nehmen und die machen das unter Sauerstoffverbrauch. Wenn ich jetzt die Mitochondrien, die anaerob arbeiten, sozusagen den Vorsprung gebe durch die Situation, dass ich weniger Sauerstoff zur Verfügung stelle, habe ich einfach eine höhere Ausbeute an Energie mit den gleichen Ressourcen, die ich habe. Also ich optimiere quasi meine Energieherstellung. Also es klingt so schön, um wahr zu sein. Ich finde das hochinteressant. Aber Sie sitzen ja auch als kregeles Beispiel hier vor uns, also kreuzfidel, wie man auch früher gesagt hat. Und ja, das sind natürlich auch wunderbare Ausblicke. Was mir bei unserem Gespräch heute besonders gut gefallen hat, ist, dass Sie einen Punkt angesprochen und immer wiederholt haben, fürchtet euch nicht, geht gegen die Angst, geht ins Selbstvertrauen und ins Gottvertrauen. Beides nährt sich gegenseitig. Und ja, ich würde mal wirklich zustimmen, dass manchmal man den Eindruck hat, dass die politischen Pläne in die Richtung laufen, dass der Mensch, dass das Volk Angst haben soll und wir geistig Widerstand leisten. Ist das richtig so? Angst und Spaltung, das sind zwei Dinge, die für mich in den letzten 3 Jahren hervorgetreten sind. Das war früher sicherlich auch schon. Wir haben es nur nicht so gemerkt. Es ist hervorgetreten jetzt in dieser Krise, dass das zwei Mechanismen ist, mit denen regiert wird. Nicht nur regiert, sondern auch diktatorisch vorgegangen wird in gewissen Teilen. Und ich denke, dass wir es in der Hand haben. Und ich hatte es ja schon gesagt und ich bin für mich selbst das beste Beispiel. Ich habe keine Angst mehr. Ich habe vor nichts mehr Angst. Und seitdem das der Fall ist und seit, ich hatte früher viele Ängste, Verlustängste, Ängste, dass die Existenz nicht mehr gesichert ist, wie auch immer. Und das habe ich ganz abgelegt und seitdem geht es mir so richtig gut, weil ich mich damit gar nicht beschäftigen muss, sondern nach vorne schaue und in Gottvertrauen plötzlich auch wieder erfolgreich bin. Das ist das Spannende. Denn ohne Angst ist der Erfolg und der ist, das widerspricht sich nicht mit dem christlichen Glauben. Auch Business-Erfolg ist nichts Schlimmes, sondern das dürfen wir haben, auch als Christen. Aber wir müssen uns sozusagen auf dem richtigen Boden bewegen. Und wenn das Wort Gottes ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, das Beispiel damals, das Jesus diesem jungen Mann gegeben hatte, mit dem Hinweis, er soll seinen Wohlstand verlassen, soll sein ganzes Gut wegwerfen, ist ja leider für viele Christen so ein Hinweis geworden, angeblicher Hinweis, dass man nichts besitzen darf. Ich denke auch, das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen ja in dieser irdisch-materialistisch ausgerichteten Welt irdisch-materialistisch widerstehen und müssen auch, das ist das Gesetz der Wechselwirkung, ja auch für Arbeit bezahlt werden und dürfen unser Geld verdienen. Das ist ein ganz gesundes Gesetz. Absolut. Und ich denke, dass uns das Beispiel Hiob zeigt, dass man alles genommen bekommen kann, dass man sehr tief fallen darf, manchmal sogar offensichtlich fallen muss, aber dann doch, und das ist im Buch Hiob nachzulesen, 140 Jahre alt wird, auch in Reichtum, auch im Genuss eines wohlgesetzten, schönen Lebens. Und das Ganze ist nicht unchristlich, im Gegenteil. Hiob hatte es sich verdient, dadurch, dass er eben durch solche dunklen Zeiten gegangen ist, dass er danach wieder in Wohlstand leben durfte. Keine Frage. Uns beide eint, wir haben beide unser Buch. Ich lese auch in der Bibel, aber ich lese auch noch in 3 anderen Büchern, 3 grüne Bücher nennen wir das hier, Im Lichte der Wahrheit von Abdruschin, wo sozusagen aufgebaut wird auf der Bibel, vor allem auf dem, was Jesus gebracht hat und uns mit unseren heutigen Worten die Naturgesetze, die Schöpfungsgesetze, von denen wir hier gesprochen haben, erklärt werden. Und da ist genau das, was Sie auch sagen. Fürchtet euch nicht, geht aus der Angst raus, geht ins Gottvertrauen. Und ich glaube, mit diesem gemeinsamen Appell und Gedanken können wir dieses Gespräch
beenden. Ich freue mich so sehr, Sie so fröhlich und so gesund zu sehen nach all dem, was Sie mitgemacht haben, und sage herzlichen Dank für all das und vor allem weiterhin Glück, Erfolg und Gottvertrauen. Ganz herzlichen Dank, Frau Herrmann.